Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sündhunter. In dieser Folge geht es um den Yamaha DX7. Und zwar die erste Version und um den Einbau einer Erweiterung. Aber dazu später mehr. Und damit ihr mal sehen könnt, wie so ein Video hier bei mir eigentlich entsteht, habe ich dort oben eine Kamera installiert, die jetzt immer mitlaufen wird. Und ich kann euch jetzt auch mal zeigen, wie es hier bei mir so in meiner Werkstatt bzw. Studio aussieht. Hier sind die beiden LED-Scheinwerfer für die Ausleuchtung. Dann habe ich hier die Hauptkamera, eine Canon 800D mit einem Rode-Mikrofon. Dahinter sind die beiden Kontrollmonitore, jeweils für die Canon und für die GoPro hier oben in der Ecke, die Übersichtsaufnahmen macht. Hier ist meine Bohrmaschine, dort ist die Rework Station. Hier auf der anderen Seite habe ich dann meine Computer. Hier unten sind die Messgeräte und Netzteile. Ersatzteilkästen sortiert im Regal und die Lötstation und was man sonst alles noch so braucht. Dann kommen wir jetzt zum Yamaha DX7. Dieses Gerät ist mittlerweile schon fast 40 Jahre alt, befindet sich dafür aber noch in einem guten Zustand, wie man sieht. Bevor wir einen ersten Test wagen, schauen wir zunächst erstmal ins Innere. Das ist bei diesem Gerät relativ einfach, denn das obere Gehäuseteil hat einen Klappmechanismus und ist von oben jeweils mit zwei Schrauben auf der linken und rechten Seite verschraubt. Zusätzlich gibt es noch eine Schraube an dieser Stelle und wenn wir sie entfernt haben, können wir das Oberteil aufklappen. Okay, dann schauen wir mal rein, was es hier so gibt. Auf dem ersten Blick sieht eigentlich alles ganz vollständig aus. Hier ist das Netzteil, hier sind die Kondensatoren vom Netzteil, die werden wir auf jeden Fall auch tauschen. Hier ist das Mainboard mit der Speicherbatterie, die muss auch ersetzt werden. Und natürlich wollen wir dann auch später hier die Supermax-Erweiterung einbauen. Ja, eigentlich alles soweit in Ordnung. Dann wollen wir noch mal schauen, was passiert, wenn wir das Gerät einschalten. Okay, die Segmentanzeige leuchtet und das Display zeigt uns den internen Speicherplatz 32 Klarinett an. Dann wollen wir noch mal hören, ob da auch Klarinette rauskommt. Ja, wie wir hören, scheint der Synthesizer zu funktionieren. Das sind gute Neuigkeiten. Dann schlage ich vor, wir bauen erstmal die Klaviatur aus. Ich bin mir jetzt aber nicht genau sicher, wie wir das jetzt machen, aber ich nehme mal an, ich habe hier drei Schrauben. Die uns wahrscheinlich weiterhelfen, dieses Keyboard auszubauen. Okay, so, das ist noch von unten befestigt. So, um die Tastatur auszubauen, haben wir jetzt hier die drei Schrauben, das reicht aber nicht. Wir müssen von der Unterseite, deswegen sichern wir noch mal den Deckel, also das obere Teil. Und schau mal auf der Rückseite nach. Hier sind vier Schrauben. So. Und drehen Sie da vorsichtig rum, so dass nichts zusammenfällt. Sehr gut. So. Dann die Schraube wieder raus. Ist es jetzt frei? Können wir es rausnehmen? Ups. Okay, ja, wir haben jetzt hier folgende Sache.
Wir haben jetzt hier noch den Stecker. Dann haben wir noch die Masse. Ja, und wir haben hier noch mal zwei Stecker. So, aber jetzt sollte es eigentlich rausgehen. Nein, immer noch nicht. Wo ist denn da noch der Haken? Ah ja, hier. Zack. Prima, jetzt haben wir es. Und es geht raus. So. Als nächstes entfernen wir dieses Blech. Das ist so eine Abgrenzung. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht eine Abschirmung sein soll zum Keyboard. Aber wir schauen mal. So. Um die Batterie auszutauschen, müssen wir auf jeden Fall die Hauptplatine ausbauen und dazu sämtliche Kabelverbindungen und Stecker lösen. Aber vorher machen wir noch ein paar Fotos, damit wir später die Kabel wieder richtig aufstecken können. Auf geht's. So, das wäre erledigt. Jetzt werden wir das Motherboard vom Gehäuse trennen. So, da ist das gute Stück. Dann machen wir uns jetzt mal daran, die Batterie von der Platine zu entfernen. Beim Auslöten ist hier Vorsicht geboten. Bei Überhitzung kann es zur Explosion kommen. Also wer sicher gehen will, kneift die Kontakte der Batterie ab und entlötet dann die Reste. So, indem ich jetzt die Batterie herausnehme, ist auch gleichzeitig der interne Speicher gelöscht. Ja, wir werden dann eine ganz normale Batteriehalterung einbauen. Die sieht ungefähr so aus. Und dazu gibt es eine ganz normale CR2032 Knopfbatterie. Wie wir sehen, passt der Batteriehalter nicht an die alte Stelle. Die Lötpunkte sind nicht weit genug auseinander. Wir werden also diese Halterung nicht einlöten. Stattdessen werden wir zwei Leitungen für Plus und Minus an die Fassung löten und diese dann mit den Batteriekontakten auf der Hauptplatine verbinden. Dann wollen wir uns mal so einen abgesetzten Batteriehalter anfertigen. Das ist eigentlich keine große Sache. Wir benötigen außer der Batteriefassung zwei Leitungen und ein Stück Schrumpfschlauch. Wir nehmen verschiedenfarbige Kabelstücke, da es hier auf die richtige Polung ankommt. Sehr wichtig. Die Leitungen werden jeweils an den Minus- und Pluspol der Fassung gelötet. Damit es später nicht zu ungewollten Kurzschlüssen kommt, schützen wir die ganze Konstruktion mit einem Stück Schrumpfschlauch. Diese Aufgabe ist erledigt. Jetzt brauchen wir nur noch die richtige Polung und verlöten diese Kabel hier an diesem Motherboard. So. So, und jetzt haben wir noch einen dicken Klecks Kleber auf die Sache und fixieren die Batterie so, dass wir dann auch den Stecker noch dran machen können. Das Display ist mit drei Schrauben befestigt. Die werden wir jetzt mal lösen. Und dann können wir die ganze Einheit raus.
rausnehmen. Ja, sehr schön. Also hier haben wir jetzt die LCD-Anzeige. Dieses ganze Bauteil besteht aus der eigentlichen Anzeige hier und diese 7-Segment-Anzeige. Das sind die Kabel für die 7-Segment-Anzeige und das sind die Kabel für das Display. Das sind 14 Leitungen. Eigentlich ist es ein Standard-Display, aber das neue Display, was wir einbauen, hat 16 Leitungen, also praktisch 2 zusätzliche Leitungen für die Beleuchtung. Wir haben jetzt das Display getrennt und was wir brauchen, ist diese Blende. Die brauchen wir noch. Die ist einfach nur aufgeklebt und wenn wir mit ein bisschen Kraft können wir die Blende hier lösen. So, genau. Das ist das Teil und hier ist das Display, was wir tauschen werden. Also wir benötigen jetzt ein Display. Das ist nicht das Richtige, weil hier an der Seite die Dinger sind. Das wäre schon in Ordnung, aber ich glaube, das ist ein gebrauchtes. Aber das hier ist in Ordnung. Also das hat Licht. Ne, es sind 16 und 1er, also nur einzeilig. Was haben wir hier? Ja, hier hätten wir ein Display mit Licht. Aber wenn wir jetzt die beiden vergleichen, dann stellen wir fest, dass das Fenster schon in Ordnung ist, also von der Größe her. Aber die Befestigungsschrauben, also die Löcher, die sind unterschiedlich. Das wird hier praktisch nicht reinpassen. Beziehungsweise nicht an der richtigen Stelle. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Wenn wir jetzt mal die beiden Displays vergleichen, stellen wir fest, dass die neue Anzeige von der Bauform etwas höher ist. Das macht aber nichts, wie wir später sehen werden. Also die Idee wäre jetzt, diese Halterung etwas rüber zu biegen und dann wieder gerade zu biegen, damit der Abstand kleiner wird und wir das Display einbauen können. Da wir jetzt die beiden Halterungen etwas nach unten gedrückt haben, um den richtigen Abstand zu bekommen, haben wir jetzt auch gleichzeitig die richtige Höhe. Leider passt es nicht ganz, denn wenn wir die Blende jetzt mal davor halten, sehen wir, dass die Fenster nicht genau übereinander liegen. Das können wir aber noch justieren, indem wir die Halterung entsprechend verbiegen. Von dem alten Display benötigen wir das Verbindungskabel und die Buchsenleiste. Das Auslöten der Buchsenleiste ist nicht ganz einfach und auch zeitaufwendig, aber mit etwas Geduld schaffen wir es, die Buchse unbeschädigt vom Display zu entfernen. So, damit wir diese Buchse hier richtig einbauen in das neue Display, schauen wir uns nochmal das Schaltbild an und hier steht, dass das graue Kabel die Masse ist, Pin 14, also das Originalkabel vom DX. Und das neue Display hat hier oben an Kontakt 1 die Masse. Also müssen wir praktisch nur den Stecker so einlöten, dass Pin 14 und Pin 1 identisch sind. Die Kontakte sind schnell verlötet und damit hätten wir das Display soweit umgerüstet. Dann geht es jetzt weiter mit dem Zerlegen. Wir wollen das hier alles auseinanderbauen. Den Deckel machen wir ab und das Netzteil bauen wir auf. Dann können wir das alles schön sauber machen hier. Also gut, dann fangen wir mal an. Um den Deckel abzumachen, also beziehungsweise das Oberteil, hat der DX7 hier 3 Scharniere und die sind hier mit 2 Schrauben jeweils festgeschraubt. Die lösen wir alle und dann können wir dann später den Deckel entfernen.
Dann lösen wir noch die restlichen Kabel. Und dann können wir das obere Gehäuseteil beiseite legen. So, weiter geht es mit dem Zerlegen des unteren Gehäuseteils. Wir haben jetzt hier das Netzteil, also beziehungsweise die Netzteilplatine und den Transformator. Den Transformator brauchen wir nicht. Und was wir vorsorglich machen werden, ist, dass wir Autofokus, so dass wir diese Kondensatoren austauschen. Wenn wir schon mal draußen haben, dann machen wir es gleich mit. Als Ersatz verwenden wir hier Kondensatoren mit gleicher Kapazität. Die Spannungsfestigkeit kann hier durchaus höher ausfallen, solange es mit der Bauhöhe keine Platzprobleme gibt. Damit aufgrund von mechanischen Bewegungen, Erschütterungen, Stößen die Lötstellen nicht brechen, werden wir die Kondensatoren mit Heißkleber befestigen. So, fertig. Das hätten wir dann auch erledigt. So, kommen wir jetzt zum Einbau der Super Max Erweiterung. Genau, das ist eine einfache Geschichte. Wir brauchen nicht löten oder irgendwelche Kabel neu installieren. Nein, wir brauchen nur ICs entfernen und die Erweiterung einstecken. Die Erweiterung bekommt ihr bei dem Online-Händler Wear Outlet auf eBay. Sie ist vom Preis her relativ günstig, wenn man bedenkt, dass eine gebrauchte Memory Cartridge mittlerweile 60 bis 80 Euro kostet. Außerdem bekommt man mit der Erweiterung auch noch zusätzliche Features, die das Gerät technisch aufwerten. Zum Einbau dieser Erweiterung müssen wir drei ICs entfernen. Und zwar ist es einmal der IC14, der IC20 und der IC21. Am besten verwenden wir hier für eine sogenannte IC-Zange. Und bevor wir hier an die sensiblen Bauteile rangehen, werden wir uns vorher noch mal vor statischer Entladung schützen, damit wir hier keinen Schaden verursachen. Das ist jetzt wirklich ein schwieriger Teil. Und zwar müssen wir versuchen, alle Pins jetzt gleichzeitig von dieser Erweiterung in die IC-Fassung zu bringen. Dann schauen wir mal. Da müssen wir natürlich Vorsicht mit umgehen. Und da sehe ich doch schon, das wird so nichts. Ich melde mich gleich wieder. Also nach mehreren Versuchen ist es jetzt gelungen, die Erweiterung in die Fassung einzusetzen. Aber das war schon doch etwas schwierig. Ich hoffe, dass es jetzt richtig sitzt. Das hätten wir soweit. Und wir haben jetzt auch noch mal die Schaltpaneele überprüft. Wir haben die Schalter noch mal getestet. Das ist alles soweit in Ordnung. Die Schieberegler haben wir gründlich mit Isopropanol gereinigt. Sie sind jetzt leichtgängig und sollten auch gut funktionieren. Das Anschlusspanel ist auch noch völlig in Ordnung, sodass wir jetzt alles wieder in das aufbereitete Gehäuseoberteil einbauen können.
Bevor wir jetzt die LCD-Anzeige wieder einbauen, benötigen wir noch Strom für die LED-Beleuchtung von dem Teil. Wir haben ja nur 14 Kabel hier. Also, und hier, wenn wir mal jetzt uns den Plan anschauen, dann können wir 5 Volt für die Beleuchtung abgreifen, und zwar hier bei VO. An dieser Stelle lag ich falsch, weil nämlich die 5 Volt sind an dem Kontakt VDD. Das hatte ich jetzt falsch gesagt. Das konnte ich jetzt aber nicht mehr ändern im Film. Deswegen hier die Korrektur. Und die Masse bei VSS. Und wir verbinden die dann einfach mit der Anode und der Kathode hier auf dem PCB von der LCD-Anzeige. Im Schaltbild würde das dann so aussehen. Als letztes fehlendes Teil setzen wir jetzt die LCD-Einheit ein. Das obere Gehäuseteil wäre damit wieder komplett und wir kümmern uns anschließend um den Einbau der Komponenten in das untere Gehäuseteil. Gut, bis auf die Tastatur haben wir alles soweit zusammengebaut und ich bin gespannt, ob wir alles richtig gemacht haben. Ja, das sieht nicht gut aus. Wir sehen nichts in der LCD-Anzeige. Irgendwo liegt hier wohl ein Fehler. Schauen wir nochmal auf den Schaltplan. An Pin 13 müsste demnach 5 Volt anliegen. Dann werden wir das mal auf der Platine überprüfen. Hier müssten jetzt 5 Volt zu messen sein. Tut es aber nicht. Dann prüfen wir mal Pin 2. Und hier haben wir die 5 Volt. Also die Vermutung liegt nahe, dass die Pin-Belegung entweder auf der Platine oder im Schaltplan falsch beschriftet ist. Jetzt haben wir die Buchse offensichtlich falsch herum eingelötet. Durch diese Kerben passt der Stecker nur in eine Richtung. Wir machen uns aber nicht mehr die Mühe, diese Buchse auszulöten. Hier haben wir noch ein anderes Display, an dem wir diese abgewinkelte Steckerleiste anbringen. Das sollte genauso gut funktionieren. Wir haben das Display jetzt hoffentlich richtig angeschlossen und es sollte nun funktionieren. Allerdings sehen wir keine Zeichen. Das liegt aber nur an der Kontrasteinstellung. Der DX7 hat auf der Hauptplatine ein Potentiometer, mit dem wir den Kontrast regeln können. Das ist schnell gemacht und jetzt werden die Zeichen gut lesbar auf dem Display angezeigt. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Tastatur. Da müssen wir noch ein bisschen was zerlegen. Und zwar hier das Bedienteil werden wir erstmal entfernen. Das ist mit 3 Schrauben befestigt. Hoffe ich doch. Nein, 4. Und das haben wir schon mal. Und die andere Seite nehmen wir auch gleich. Das geht dann in die Reinigung. So. Dieses Keyboard ist ja baugleich mit dem vom DX72FD. Den hatten wir jetzt schon mal als Episode hier auf SynthHunter. Ich kann aber auch noch mal kurz mal zeigen, wie wir das hier auseinanderbauen. Hier ist so eine Leiste. Die muss raus. Und dann können wir ganz einfach die Tasten rausnehmen. Die haben so einen Federmechanismus. Der korrespondiert dann mit so einer Lücke hier auf dem Keyboardträger.
Und wenn man die dann reinschiebt, gehen die auf Spannung und haben Federung. Ganz einfach. Und wie wir sehen, lohnt es sich, die Tastatur auseinanderzunehmen, weil sie ist ordentlich verdreckt. Na gut, dann geht's los. So, das wäre erledigt. Und die Sachen gehen jetzt in die Wäsche. Hier haben wir jetzt unsere schon fertig bestückte, gereinigte Tastatur und ich zeige euch jetzt noch bei der letzten Taste nochmal, wie das jetzt so geht mit dem Einbau. Zu jeder Taste gibt es hier so eine Blattfeder. Die hat so unten so eine Kerbe und die wird dann unten von unten einfach so reingeschoben und das sieht dann einfach nachher so aus. Und hier vorne ist auch eine Kerbe und da geht dann diese Feder hier vorne rein und einfach klack und fertig. Dann können wir jetzt alles wieder vollständig zusammenbauen. So, kommen wir jetzt zum finalen Test. Ich habe das Gerät schon mal mit einem MIDI-Interface und dem Computer verbunden. Nach dem Einschalten erscheint der Begrüßungsbildschirm und das Display zeigt die Patch Nummer 1 in der Speicherbank 1. Durch das neue Betriebssystem gibt es jetzt eine zweite Function Page, die man über die Taste 13 erreicht. Um zu den 16 Speicherbänken zu kommen, gehen wir auf die Function Control Page und mit der Taste 12 gelangen wir dann in das Menü, indem wir mit den Plus- und Minus-Tasten oder dem Schieberegler die einzelnen Memory Banker anwählen können. In den ersten beiden Speicherbänken befinden sich jetzt jeweils 32 vorinstallierte Soundprogramme, die sich in den anderen Bänken wiederholen. Zeit, dass wir unseren Speicher neu organisieren. Ich möchte gerne in den ersten beiden Bänken die Original-Sounds des DX7 abspeichern und dann die restlichen freien Plätze mit weiteren interessanten Sounds belegen. Dazu müssen wir den Speicherschutz aufheben und sicherstellen, dass der richtige MIDI-Kanal eingestellt ist. In diesem Fall ist das der Kanal 1. Da müssen wir dafür sorgen, dass der DX7 auch SysEx-Dateien empfangen kann. Wenn wir das erledigt haben, können wir ganz einfach mit dem Programm MIDIOX die Soundbänke in Form von SysEx-Daten zum Gerät senden. Das Display bestätigt den Empfang und wir hören mal rein, wie die neuen Sounds klingen. Thank you.
Ja, das hört sich ja alles wunderbar an. Neben den zusätzlichen Speicherbänken gibt es auch noch weitere zusätzliche Features, wie etwa das Voice Stacking, den Arpeggio, Master Keyboard Funktion und anderes. Damit wären wir am Ende dieser Folge und wir fassen mal zusammen. Wir haben das Gerät komplett zerlegt und das Gehäuse sowie die Tastatur gründlich gereinigt und aufbereitet. Dann haben wir die Kondensatoren vom Netzteil getauscht und ein beleuchtetes LCD-Display eingebaut. Eine Aufwertung bekam das Gerät durch den Einsatz einer Supermax-Erweiterung, die zusätzliche Funktionen bietet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und wir haben einen wirklichen Klassiker wieder zu seinem einzigen Glanz verholfen. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt und ich hoffe, dass es bei eurem eigenen Projekt hilfreich ist. Ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns dann in der nächsten Episode hoffentlich wieder.